Die Mobiliar wünscht gute Unterhaltung bei Giacomo Müller, Late Service Public. Meine Damen und Herren, Victor Giacobbo und Mike Müller. Was ist mit dir passiert? Hey, schon lange nicht gesehen. Ja. Du bist wie schlank geworden. Ja. Hey. Grausam ab. Ja, exactly. Grausam ja, ab. Super. Ja. Ja. Ja, schon lange nicht gesehen. Danke. Schon lange nicht gesehen. Ja, Scheiße, jetzt müssen wir wieder arbeiten. Mm. 4 Monate Ferien ist einfach zu wenig. Ja, es ist einfach zu wenig. 4 Monate, ich meine, weißt du, wo bleibt die Gewerkschaft ja. da? Ja, es ist ja unbezahlt gewesen. Das muss man sagen. Gesehen. Zudem, dass wir ja Sonntagsarbeit machen, oder? Bei ja. dir geht es ja härter an die Grenze von der Kinderarbeit. Ja, bei dir ist es fast Missbrauch von Senioren. Ja, aber trotzdem, niemand hilft uns. Zumitz in der Herbstferien die 2. Staffel an, wo alle Kollegen sind in der Ferien und wir müssen packen. Ja, ist ein Zeichen. Du, was ist eigentlich so passiert? Ich bin gar nicht so informiert. Was ist eigentlich so passiert im Sommer? Ich habe mal irgendwie gehört, wir sind glaube kurz vor einem Krieg mit Libyen gewesen, aber der Armeechef hat anders zu tun gehabt, ja, oder ja. was? Ist irgendwie. Ist nicht eskaliert. Ja, du hast wirklich nichts gemacht durch den Sommer? Nein. Keine Sommerjob, nichts? Nein, die hat mir alle die Aspi weggenommen. ich hätte gerne etwas gemacht, eigentlich. Peter Tate ist da, meine Damen und Herren. Peter Tate. Peter, was hast eigentlich du so gemacht während dem ganzen Sommer? Hast du einen schönen Sommer gehabt? Wo bist du gewesen? Es geht, ich bin jeden Sonntag hier. Ich habe auf euch gewartet. Niemand hat mir erzählt, dass es abgesagt wird für den Sommer. Ich bin jede Woche hier. Du bist Scheiße. Den ganzen Sommer ja. da immer gewesen. Jetzt hat ihm das niemand gesagt. Ich bin hier. Ja, und dann hast du auf Kollekte gespielt, oder? Nein, ich habe einfach so Pommeschips gefunden und bin manchmal, ja. Aber was hast du irgendetwas gemacht, sonst noch so? Ja, ich habe so Schweizer Kulturkurs gemacht. Schweizerdeutschkurs? Hey, ja. super. Ja. Kannst du mal etwas, sag mal etwas. Was habe ich gelernt? Der Papst Spitz hat Speck spät bestellt. Der Papst hat Speck spät bestellt. Ja. Super, ja. Super. Ja, wirklich. Kompliment. Kannst du noch etwas anderes? Kannst du noch ein bisschen mehr? Ja, der hat so ein Lied gelernt. Es ist sehr philosophisch, glaube ich. Ja. So. Oh, lach zu mir, oh, lach zu mir, oh, lach zu mir, oh, schön. Ja, das ist gut, ja, super. Ja, das langt. Danke vielmals. Super. Hey, er hat Fortschritt gemacht. He? Du, Mike, du kannst nicht rauchen hier. Ja, du kannst nicht rauchen. Es hat einfach Abstimmungen gegeben, es hat Parlamentsentscheid gegeben. Man weiss einfach nicht mehr, wo man kann rauchen und wo nicht. Der Bund sagt, man kann zum Teil rauchen, die Kantone sagen nein. Es ist kompliziert, ja, ich weiss gar nicht, wo ich das darf. Du kannst zum Beispiel auf Google Earth gehen und dort kannst du es ganz genau sehen. Dort, wo einfach das Bild ein bisschen verschwommen ist, dort darfst du rauchen. Das ist ganz einfach. Und dann habt ihr habt ja praktisch einen Kanton bekommen, ihr Raucher. Nidwalden. Ja, genau. Dort dürfen wir noch rauchen. Ja, Nidwalden ist schön für euch eigentlich. Ja, super. Ja, super. Wenn du als Neuzuzüger auf Nidwalden kommst und auf die Einwohnerkontrolle gehst, dann schenken sie gerade einen Aschenbecher. Perfekt. Sie müssen jetzt allerdings, was ich gehört habe, sie müssen ja das Wappen ein bisschen ändern. Oder? Das Wappen von Nidwalden hat ja bis jetzt so ausgesehen. Und das wird jetzt ein bisschen abgeändert, so ein bisschen rauchermässig. Ich finde, es ist ein innovativer Kanton, oder? Und das Bundesamt muss natürlich jetzt warnen vor diesem bösen Kanton. Das ist eine Gefahr für die Eidgenossenschaft. Ja, klar. Aber trotzdem muss man sagen, der Polo Hofer hat das erkannt. Er ist gerade auf Stanz gezügelt. Er hat das mit dem Rauchen, glaube ich, ein bisschen falsch verstanden. Ja. Genau. Vielleicht hat er auch das Motto gehört, oder? Nidwalden hat ja immer gesagt, dort, wenn man eingereist ist, hat man das schöne Motto können lesen. Willkommen im Herzen der Schweiz. Heisst jetzt, willkommen in der Raucherlunge der Schweiz.
Ja, weißt du, das gefällt uns Rauchern. Ja, es ist wirklich schwer, nicht nur in der Schweiz, auf der ganzen Welt. Man kann ja nie mehr rauchen. In New York, wenn ein Banker schnell aus der Bank geht, eine Ziege raucht, sie ausmacht und wieder zurück will, ist ja gar nicht sicher, ob es die Bank noch gibt. Es ist schon wahnsinnig. Was dort abgeht, wer hätte das gedacht? Verstaatlichungen im Mutterland des Kapitalismus. Ja. Wer hätte das gedacht? Ich habe bis jetzt immer gemeint, Verstaatlichen, das sei etwas Kommunistisches, nur in kommunistischen Ländern. Und ich habe hier etwas gelernt. Ich habe gemerkt, wenn eine Firma verstaatlicht wird, wo es gut geht, dann ist das Kommunismus. Wenn eine Firma verstaatlicht wird, wo pleite ist, ist es Kapitalismus. Ja, und ich meine, es ist überall am Brennen. Benelux-Länder haben ihre Banken gestützt. Heute Notsitzungen in Berlin, Paris, überall. Auch bei uns in der Schweiz hat der Nationalrat entschieden, die Debatten auf die Wintersession zu verschieben. Ja, ich finde, so eine Krise kann auch mal ein bisschen warten. Weißt du, Mike? Absolut, das muss man nicht so heissen. Genau. Sowieso, also wegen der Krise, es haben ja die privaten Firmen, vor allem jetzt auch Banken, haben eigentlich sehr gut darauf reagiert und haben auch an öffentlichen Pressekonferenzen gewisse Schuld eingeräumt. Meine Damen und Herren Medienvertreter, mein Name ist Jean-Luc Zimmermann und als CEO von dieser Bank möchte ich diesen Gerüchten entgegentreten, dass unser Institut kurz vor einem Kollaps steht. Das ist Unsinn. Mein Assistent, der Herr Erwin Bischofberger, wird Ihnen das jetzt kurz erläutern. Das stimmt doch wegen dem Kollaps. Er wird Ihnen jetzt mit nüchternen Fakten belegen, dass unsere Substanz nach wie vor sehr gut ist. Ja, also von der strukturalisierten Eigenkapitalisierung her bewegen sich unsere strategischen Assets durchaus im optimistischen Bereich. Auch wenn es eine ganz gefährliche Entwicklung in letzter Zeit gegeben hat, wo wir... Meine Damen und Herren, das sind knallharte Zahlen. Und was ist eure Empfehlung als Sparer und Anleger, Herr Bischofberger? Der Vorsickler. Also, die Ruhe bewahren und warten, bis sich die Finanzkrise wieder gelegt hat. Absolut. Natürlich sind in der Vergangenheit Fehler gemacht worden. Einzelne schwarze Schafe in der Finanzbranche haben die Krise ausgelöst. Der Handel mit unsicheren Finanzprodukten, beispielsweise von der Lehman Brothers, hat bei uns vor allem der Bischof Becker um sich gehabt. Der hat jetzt gerade einmal Gelegenheit, mich bei den Sparern zu entschuldigen. Was? Da hat sich mal entschuldigt. Also, Entschuldigung. Wie gesagt, bei uns kommen fehlbare Manager nicht ungeschoren davon. Ja, aber wenn der Staat nicht sofort uns jetzt eine Finanzspritze gibt, dann können wir Ihre verdoppelten Boni, Herr Zimmermann, können wir niemanden zahlen. Wir werden nie Geld vom Schweizer Staat zur Stützung von unserem Institut akzeptieren. Finanziert werden unsere Boni ausschließlich vom amerikanischen Steuerzahler. Ich hoffe, dass wir das Vertrauen mit dem wieder hergestellt haben. Habt ihr zum Abschluss noch etwas zu sagen, Herr Bischof Becker? Also, es haben ja jetzt von diesen ganzen Massnahmen, von dieser ganzen Staatshilfe, haben ja nicht nur Firmen profitiert, sondern auch Privatpersonen. Ich meine, wenn man denkt an die Steuererklärung von Herrn und Frau Zölch, also die haben... Die haben nichts gezahlt jetzt, die letzten vier... Null Vermögen, null Einkommen. Ja, aber die war doch Regierungsrätin vom Kanton Bern. Ja, wahrscheinlich haben die Leistungslohn oder so. Ja, ich glaube eben, dass ihr... Sie hat ja gesagt, sie wüsste nichts von dem Ganzen. Und wir vermuten jetzt, dass ihr Mann außereheliche Debitoren gehabt hat. Es gibt auch erfreuliches zu berichten, muss man sagen. Also zum Beispiel Bundesrat Merz freut uns alle, dass es wieder gut geht. Das ist etwas, was wir ihm auch wünschen, oder? Das wirklich etwas, was uns alle gefreut hat. Und es wäre auch, wenn es ihm jetzt nicht gut geht. Ich meine, das ist kein Satire-Thema. Da haben wir unsere Grundsätze. Leider haben sich nicht alle Medien daran gehalten. Wir haben da zum Beispiel eine Schlagzeile aus dem Liechtensteiner Volksblatt. Gefährliche Entwicklung, Merz aus Koma erwacht. Ja. Und unten, irgendwie siehst du das Foto vom Merz dort? Ja. Er sieht einfach ein bisschen anders aus. Wobei die Nase ist geblieben irgendwie. Ja, die hat... Also auf jeden Fall ist der Bundesrat Merz aus dem Koma erwacht. Ja, im Gegensatz zu der SP. Genau, den hätte ich jetzt bringen. Aha, Entschuldigung. Aber ist auch nicht so gut. Ja, stimmt.
Wo machen wir weiter? Eben da, bei der SP. Nein, es ist natürlich, das muss man sagen, eine grosse Belastung, die die Bundesräte, das gilt eigentlich für alle, zu ertragen haben während dem ganzen Amt. Oder? Schwierig. Ich meine, das ist ein Stressjob, 150% Stressjob. Sogar die neuen Mitglieder vom Bundesrat, also zum Beispiel Frau Wittmer-Schlumpf, die hat ganz am Anfang hat die zum Beispiel noch so ausgesehen und dann nach ein paar Monaten Amtszeit ganz anders. Darum hat sie doch das neue Asylgesetz dermaßen verschärft, weil sie nicht wollte, dass noch mehr sättige Leute reinkommen. Ja, die wollen doch nicht, dass noch weitere Golems in das Land reinkommen, oder? Hören wir auf. Ja, sicher. Ja. Aber weißt du was? Wer da wird ja verschrecken, nachdem sie jetzt ja das abgeändert hat oder verschärft hat, das Asylgesetz, das ist ja vor allem die SP. Die wird ein bisschen verschrecken, die SP, oder? Ja, also bei der nächsten Pro-Wittmer-Schlumpf-Demonstration auf dem Bundesrat hat die auch ein bisschen Bauch. Ja, da werden sie denken, haben wir echt die Falsche gewählt? Ups! Haben wir ein Seich gemacht? Ja, haben wir ein Seich gemacht. Du musst keine Milch nehmen, die ist aus China, gell? Sicher? Ja, das ist... Das Fernsehen ist ja die Einzige, die das billige Zeug noch kauft, oder? Ja, weißt, Chinesen haben halt die Geburtenrate nicht so im Griff. Darum müssen sie an der Säuglingssterblichkeit ein bisschen umschrauben. Aha, meinst du, was ist eigentlich das da? Das sieht ziemlich gruselig aus. Das ist eine Blutprobe vom ganzen Lara. Ah ja, das trinke ich. Ja, das musst du nicht trinken, weißt du, kannst nachher nicht mehr Auto fahren. Ja, das macht mir nichts. Dafür bin ich mit dem Velo in 15 Minuten zur Winterthur. Oder? Und das über den Lukmanier, oder? Gell? Übrigens, Winterthur, Peter, hast du das vernommen? Strassenmusiker in Winterthur müssen ein Casting absolvieren bei einer offiziellen Stelle. Das sieht man da. Nein, ich habe nicht gewusst. Ja, wirklich. Die müssen wirklich dort gehen, vorsingen, bevor sie auf die Straße dürfen spielen. Das ist nicht nur in Winterthur so. Den Sommer hat Dübendorf Madonna vor der Baukommission vortanzen. Hat sie das müssen? Ja. Aber trotzdem, ich finde es super, was die da gemacht haben. Wahrscheinlich geht das auch für andere Branchen, nicht nur für Strassenmusiker. Da müssen vermutlich dann auch die vom Strassenstrich irgendeinmal vor. Möglich, ja. Das ist, kommt auf den Beamten an dort und so. Also, das mit den Strassenmusikern finde ich ja super, mit dem Casting. Ich meine, es ist wahrscheinlich eine direkte Folge. Winterthur hat ja einen neuen Polizeipräsidenten. Ah, oh, stimmt, genau. Und, ja. Und das ist, du hast ja noch Glück gehabt, Peter. Ich meine, du hast kein Casting müssen machen, oder? Ja, ist gell. Ich habe mir ja direkt übernommen von der BBC. Headhunted. Ja. Headhunting, genau. Wer hat das gemacht? Den müssen wir entladen. Ja, dann fliegt raus. Aber hast du etwas auf Lager noch? Hast du etwas geübt? Ja, habe ich was, ja. Hast du etwas? Super. Ja. Okay, in dem Fall Peter Tatum himself. Is easy 'cause you're beautiful, and everything that I do comes out of loving you. Loving you, I see my ship come sailing. Everything that I do comes out of loving you. La 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 da 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 da. No one else can make me see the colors that you bring. Stay with me as we grow old and we will live each day in springtime and love in you. I see my ship come sailing through, and everything that I do, well, it's out of loving you. Was sich immer wieder Probleme machen im Schweizer Verkehrsregler.
Natürlich, du darfst im Schwitz dem Rotlicht überfahren oder dem Sicherheitslinie ignorieren oder auch dem Fußgänger das Vordritt stellen. Aber nur, wenn du bist im Velofahrer. Wenn du das machst als Autofahrer, bist du im Balkanraser. Die Harmos-Offensive hat es schwer in der Schweiz. Wobei, wir finden das eigentlich gut, wenn die Vierjährigen schon in Kinski oder in die Schule müssen. Ja, die lungern dann nicht auf der Straße rum und rauben Gleichaltrige aus, ja. Oder? Wir finden es gut, wenn sie Deutsch lernen und Satzzeichen büffeln. Und vor allem bei den Satzzeichen nützt ihnen später beim Kommasaufen. Ja. Aber im Kanton Luzern ist die Offensive abgelehnt worden. Wie gesagt, jetzt ein Plakat. Ja, es war wahrscheinlich wegen dem Plakat gewesen, oder? Also es wird ja behauptet, es sei wegen dem abgelehnt worden. Ja, wobei die Kinder die rennen nicht, weil sie nicht früher in die Schule haben wollen. Die rennen, weil sie nicht auf das Plakat haben wollen, oder? Weil ihnen der Fotograf ein paar Schnurren gehauen hat vorher. Ist klar, im Luzernbiet hat es viele Bauern, die sind natürlich hässig geworden, oder? Wenn man da die jüngsten Arbeitskräfte wegnehmen wollte. Aber ich meine, man muss auch sagen, Harmos ist doch ein bisschen ungünstiger Begriff. Tönt so ein bisschen nach nichts. Harmos tönt nach nichts. Gegner haben eine viel knackigere Bezeichnung. Oder Gegner, die nennen sich ja Schüler und Lehrer, abgekürzt Schlür. Und das tönt viel gefährlicher. Das tönt besser. Im Bündnerland haben sie aber auch Lampen mit Jugendlichen. Also in Chur zum Beispiel hat man gesagt, wir wollen die dialektischen Jugendlichen nicht mehr. Hat sie vorgeschickt. Auf die Husis. Genau, man hat immer gefragt, warum eigentlich die Husis, und man hat dann herausgefunden, die sind angegangen, haben eine Landkarte genommen und haben dort gelesen, die Husis. Und das zeigt, wie wichtig es ist, dass enorm. Man in der Schweiz Deutsch kann. Weil gerade die Jugendlichen, die jetzt in die Husis oben sind, für die wäre es wichtig, Deutsch zu können. In Zukunft ist die Chance sehr gross, dass die mal einen deutschen Chef haben in der Schweiz. Die sind ja ganz brutal. Zum Glück haben wir eine Holländerin, oder? Und die Deutschen, weißt du, es ist nicht in Ordnung. Wo unsere Armee stark, kräftig war, an der Front gestanden ist, da sind die Deutschen nicht gekommen. Da haben sie sich nicht getraut. Und jetzt, wo die Armee am Boden ist, kein Rüstungskredit, führungslos. Also, kommen Sie, kommen ja, alle rein. Es sind einfach grauenhafte Bilder, erschütternde Bilder, die man immer wieder sieht, die Flüchtlingsboote, die von Konstanz auf Kreuzlingen überkommen. All die Chefärzte drin und Professoren. Es ist eine traurige. Aber können wir das ein bisschen wirken lassen. Für die nächsten Künstler, die hier jetzt auf der Bühne werden auftreten, dort ist Harmos nicht einmal so schlecht. Man muss nämlich definitiv lesen können. Meine Damen und Herren, begrüßen Sie bitte aus Luzern ohne Rolf. Dani. Dani.
Dazu im Hechtplatztheater in Zürich ab dem 22. Oktober. Super, hä? Also der Name ohne Rolf finde ich ziemlich schräg. Der ist jetzt ja, glaube ich, imitiert worden. Die SVP nennt sich jetzt ja ohne Christoph. Swiss hat in den letzten Tagen ein neues Flugzeug getauft, und zwar auf den Namen Liechtenstein. Schön. Wie sieht echt so ein Flugzeug aus? Das muss ja ein bisschen speziell sein. Das hat vermutlich einfach vorne eine First Class. Und hinten? Tax-free. Tax-free, steuerfrei. Mhm. Ist sowieso, die Aviatik-Begriffe sind natürlich dort ganz anders, haben ganz eine andere Bedeutung in Liechtenstein. Ja. Zum Beispiel Steuerknüppel. Heisst dort etwas ganz anderes. Da meint man den Fürsten mit, oder? Ja, und der Pilot kann beim Starten noch nicht einfach Steuer hinterziehen. Ja. Kann er schon. Kann er. Aber dann muss er nicht wegfliegen von Liechtenstein. Wobei, oder? Es ist toll, wenn es jetzt ein Flugzeug gibt, das nach einem Land benannt ist, wo die ganze Bevölkerung reinmacht, oder? Das ist irgendwie Finde ich auch super. Außer der Fürst. Der Fürst, der hat ein eigenes Flugzeug bekommen, von der Swiss. Das können wir vielleicht gerade schnell zeigen. Wir sehen ihn hier gerade auf dem Anflug auf Berlin. Er will dort den Reichstag bombardieren. Vermutlich. In der Stadt Zürich werden alle Streifenwagen der Polizei neu mit Defibrillatoren ausgerüstet. Schwieriges Wort, aber man hat es geschafft. Defibrillatoren. Defibrillatoren, das sind die Geräte, die man braucht, um nach einem Herzanfall die Leute wieder reanimieren. Ja. Das sind, glaube ich, so Elektrogeräte, oder? Ja. Also im Gegenzug dazu werden zum Beispiel jetzt Krankenwagen ausgerüstet mit Gummischrot und mit Tränengas. Warum? Keine Ahnung, die Pointe ist nicht von mir. Wer die Pointe gemacht hat, ja, den kann man entlassen. Danke. Vorschicken. Es ist natürlich gäbig, der Defibrillator in einem Polizeiwagen in Kombination mit einem Taser, oder? Wenn zum Beispiel ein Dealer wegen zu viel Speed auf dem Boden liegt, dann kann man ihn mit dem Defibrillator reanimieren. Und wenn er dann steht und will davon säckeln, können sie ihn mit dem Taser wieder oben runterjagen. Man Schön. Muss das einfach den Beamten sauber erklären, ja, in der Ausbildung. Das sind der Unterschied mehr. Genau, wir sagen, das Gerät, das zum Herzstillstand führt, das ist der Taser, dieses ist der Defibrillator. Ja, ganz einfach eigentlich. Wobei, es kommt nicht das ganze Polizeikorps, kommt ein Defibrillator rüber. Zum Beispiel die Zeitenpolizei, die kommt nur einen Defibrator rüber. Ja. Okay. Ja, okay. Gut, ihr könnt da ruhig noch ein bisschen weiter. Kommt zu unserem. Ja, wir haben einen schwierigen Übergang. Jetzt zum Gast kommen. Nein. Das Wort Defibrillator ist für unseren Gast ein guter Übergang. Genau, er ist praktisch ein Defibrillator für seine eigene Partei. Er gibt ihnen wieder ein paar Stromstöße. Es war sehr viel von ihm gedreht in den Medien in den letzten Wochen. Er ist Nationalrat und sehr ein erfolgreicher Unternehmer. Willkommen da bei uns, Peter Spuhler. Herr Spuhler, Sie haben sehr viel Auskunft gegeben in dieser Woche. Es hat fast nur ein Thema gegeben. Ihr seid, gut, dass Sie mich fragen, ich hätte es schier vergessen. Ihr seid euren Übervater endlich losgeworden. Ich weiss, es gibt verschiedene Interpretationen. Die einen sagen loswerden, die anderen sagen, nein, wir haben uns noch nicht festgelegt auf einen Namen. Wer soll Bundesrat werden? Wie ist Ihre Interpretation zu diesem Vorgang? Ja, meine Interpretation ist die offiziell, wie sich es gehört. Also, wir haben am letzten Dienstag darüber diskutiert, wenn wir zurück in die Regierungsverantwortung bei einer VBS-Vakanz. Und wir haben praktisch einstimmig Ja gesagt.
Mhm. Aber wir wollen noch keinen Kandidat im Moment bestimmen. Praktisch einstimmig ja gesagt. Ja. Das ist so. Es hat das aber auch solche, wo... Das ist aber neu in der Partei. Das tue ich aufschreiben, praktisch einstimmig. Praktisch einstimmig, ja. Also ihr habt ja... Gut, ist das eigentlich so, wenn man dann jetzt zum Beispiel ja gestimmt hat, wäre da der Automatismus gekommen, dass man gerade ausgeschlossen worden wäre? Nein, nein, nein. So schlimm ist es schon nicht. Nein. Also den haben wir nicht auf allen Ebenen. Nein, wir haben in der Fraktion das nochmal wirklich diskutiert. Und ich denke, das gehört sich an in eine Volkspartei. Und da gibt es verschiedene Meinungen. Und zurzeit sind wir, Gott sei Dank muss ich sagen, der Meinung, dass jetzt ein SVP zurück in die Regierungsverantwortung soll. Aber wir wollen zuerst eine Vakanz abwarten, bevor wir einen Kandidat küren. Also sobald ihr das Semisch mit draussen habt, dann... Ja, das wäre die Zeit. Das wäre Zeit. Das wäre Zeit. Ja, wär okay, Zeit. Gut. Aber, jetzt aber es gibt's hat auch noch zwei, drei andere. Also. Wo ihr auch rausgefallen ist. Ist es dann einfach nur noch... Also ist noch Frau Wittmer-Schlumpf jetzt nach dem neuesten Vorstoss zu rechts einfach? Seid ihr eine Mitte-Partei? Nein, ich glaube, Frau Wittmer-Schlumpf hat uns in ein Dilemma hineingestürzt mit der Annahme von dieser Wahl. Und jetzt catchen wir noch ein bisschen an dem herum. Und ich hoffe, dass wir dann 2011 spätestens wieder mit zwei SVP-Bundesräten vertreten. Also in dieser Woche haben wir ja enorm gecatcht. Das hat man können sehen. Man hat zum Beispiel ein sehr schönes Bild, wo wir da schnell zeigen wollen. Was haben Sie da Christoph Blocher gesagt, damit er so reinschaut? Ich habe mich auf meine Dossier konzentriert. Da müssen Sie ihn fragen, warum er so reinschaut. Es war ein echtes Bild, oder? Es ja, ist wirklich ein echtes Bild. Ja, genau. Ich habe es auch gesehen. Wir haben ja Photoshop, aber wir haben also nichts gemacht. Ja. Ja. Also, wir hätten ja... Gut, jetzt wettet ihr wieder in die Regierung. Jetzt gibt es ja verschiedene Kandidaten von euch, valable Kandidaten. Einer hockt gerade links von mir aus gesehen. Da einen? Glaube ich schon. Ja, also ich will euch nicht vor dieser Wahl stehen. Echt nicht. Hallo Peter. Hallo Peter. Aber dann müsstet ihr das SVB Großbritannien ausschließen, nachher ja. Vermuten. Dann müssen wir zuerst noch einbürgern, meine ich. Also wird aber immer wieder, Sie werden immer wieder gehandelt als Kandidat? Ja, das ehrt mich, aber ich stehe ganz sicher nicht zur Verfügung. Also ihr wollt nach dem schwierigen Amt Verwaltungsrat bei der UBS nicht wieder ein Amt, wo man ja, bald wieder rausfliegen kann? Müssen wir ein bisschen Pause machen, das ist richtig. Müssen wir ein bisschen Pause machen? Okay, dann machen wir doch eine kleine Pause, weil ich glaube, Ihnen ist ja etwas passiert in dieser Woche oder auch schon vorher. Sie werden ja ziemlich viel wahrscheinlich auch erkannt auf der Straße. Die Leute sagen Ihnen ihre Meinung. Ist das ein bisschen so, oder? Ist das manchmal ein bisschen schwierig? Nein, das ist nicht schwierig. Das ist das Los, was Sie haben, wenn man Volksvertreter ist. Und ich glaube, das gehört dazu, dass man auch den Kontakt zur Bevölkerung sucht. Und da gibt es positive Reaktionen und zwischendurch gibt es auch negative. Und genau. Es gibt auch manchmal viel Post. Wenn man in der Arena war und nicht ganz anständig sich aufgeführt hat, dann gibt es halt etwa 200 E-Mails, wo alle wieder schimpfen, was man für ein Pflegel ist. Und dann weiss man wieder, ja, dass man das nächste Mal ein bisschen zahmer auftreten muss. Aber ich nehme an, lieber 200 E-Mails als ein Rüffel von Christoph Blocher, ah, oder? Nein, also. Ich schätze nach wie vor den Christoph Blocher sehr und finde, er war wirklich ein sehr guter Bundesrat. Und jetzt, der Dienstag war ja nicht gegen ihn gerichtet, gewesen, sondern dass wir jetzt zuerst auf eine Vakanz warten wollen und nicht jetzt bereits einen auf den Gut, Schild haben. Das ist nochmal die offizielle die Version. Nochmal die offizielle, jetzt hoffe ich, dass Sie genau, sie das auch begriffen haben. Ja, ich habe aufgeschrieben. Mike, du wirst ja auch viel angesprochen, wenn du privat unterwegs bist, oder? Ja, es ist nicht immer einfach. Und wir haben euch hier ein Beispiel mitgebracht von etwas, was mir kürzlich passiert ist. Sind Sie es oder sind Sie es nicht? Hä? Das ist doch der da mit Wandern zusammen die Fernsehsendung macht. Da, der Müller, stimmt's oder habe ich recht? Ja, eben.
Ja, ich kenne Sie, aber Sie mich nicht. He? Sehe ich Sie mal live da? Also, die erste Sendung war ja ein totaler Scheissdreck. Aber nachher sind wir immer lockerer geworden. Ich schaue es also jeden Mittwoch abends. Moment. Darf ich Ihnen etwas offerieren? Fräulein, bringen Sie diesen zwei einen Kaffee-Doppellutz. Geht auf mich, he? Ich würde Ihnen das Römpsteak empfehlen. Weil am Beizer seine Frau, Monika, die kochen da selber. He? Und wenn Sie sie würden sehen, also sie isst es auch gern, gell? Geht Ihnen ja nicht anders, Herr Müller, oder? Nicht wahr, Fräulein? An ihm ist wenigstens noch etwas dran, hä? Ja, das ist mir ungut. Ich lasse jetzt in Ruhe. So als Prominente will man ja auch ein bisschen inkognito sein. Ja. Privatsphäre, nicht wahr? Das ist aber nicht Ihre Lebenspartnerin, oder? Ich habe ja im Heftchen mal so Fotos gesehen. Die hat also ganz anders. Nicht für ungut. Ich lasse Sie gerade wieder in Ruhe. Aber ich bin ja ein guter Freund von Manny Weber. Und wo der seiner Zeit mal nach einer Quiz-Sendung mit so einem jungen Mädchen hat wollen, etwas. Was ist jetzt? Ja, gut. Das ist jetzt eben typisch. He? Diskutieren könnt ihr nicht mit einem, he? Aber Konzessionsgeld nehmen sie dann. Römpstück. Das ist gleich, he? Ich übernehme das. Peter Spuhler, Sie kennen so, so Begegnungen aus den Delegiertenversammlungen von der SVP, nicht mehr, ja, oder? Da geht es also anständiger zu. Nein. Aber zwischendurch kann einem schon so mal etwas passieren. Ja. Also das ist nicht ganz ausgeschlossen. Ja. Aber vielleicht nicht in dieser Intensität. Ihr habt ein bisschen in der Partei ein Führungsproblem, he? Nein. Doch. Nein. Mal. Nein. Ja, aber sicher. Wo denn? Zoberst. Zoberst. Dann engagieren wir den Bischofberger und dann könnte er vielleicht uns noch ein bisschen aufklären, wie wir das besser machen können. Ich weiss, das Oberste ist bei euch ein schlechter Begriff, weil ihr habt, glaube ich, wie viele Vizepräsidenten habt ihr? Etwa ja, die 20, oder? Das wird jetzt das Erfolgsmodell auch übernommen. Ehrlich? Auch mit mehreren Vizepräsidenten. Ist das nicht ein schlechtes Zeichen für euch, wenn die SP euer Rezept übernimmt? Vielleicht auch ein gutes. Ja, aber die haben noch den besten Präsidenten, oder? Muss man sagen. Ja, das wird jetzt nicht sagen. Nein. Also, Toni Brunner ist ein guter Präsident. Bei mir steht aber, wir müssen Hirn für ihn nehmen. Stopp, ja, genau. Ihr gesagt. Nein, das ist auch wieder falsch. Kann ich das streichen? Sofort? Streichen. Ist also nicht die offizielle Meinung von der Partei? Nein. Es gibt nicht offizielle Stimmen sagen. Ich gesagt, Emotionen runterfahren, Reihen schliessen und Hirne wieder einschalten. Aber es hat für alle gut, nicht nur für den Ton. Das ist wie ein, so ein militärischer Befehl. Ja, manchmal muss man. Und ich als alter Grenadier habe das noch ein bisschen intus. Also Grenadier? Ja. Sie waren Hauptmann. Gewesen, ja, oder? Hauptmann. Gewesen. Was ist ein Hauptmann eigentlich? Ein Zugführer? Sind Sie heute sind Sie Zugproduzent. Nein, ein Hauptmann ist ein Kompaniekommandant. Ist das? Mhm. Ah, weil ich kenne das vom Zivilschutz eben nicht. Aber Sie sind ja auch ein... Sie sind
Dann fahren wir jetzt auch runter, den Zivilschutz. Fahren wir den runter? Ja, bin ich froh, ich bin ein bisschen aus dem Alter raus. Ja, leider. Ich bin sehr gern gegangen, ja. Aber Sie sind ja ein erfolgreicher Unternehmer. Einer, der nicht einfach in einen Verwaltungsrat hier hockt und dort das Ding. Gut, bei der UBS sind Sie ein bisschen das gewesen. Einfach hier hocken und dann ein bisschen garnieren und wieder rausgehen. Aber das reden wir jetzt nicht von dem. Ich meine, Ihre eigene Firma, Ihr Kerngebiet. Sie sind Chef von der Stadler Rail, sehr ein erfolgreicher Eisenbahnwagenproduzent weltweit. Ja. Da wäre doch, wenn Sie jetzt Verkehrsminister wären, würde das alles in einer Hand bleiben, oder? Das geht sicher nicht. Nein, ganz sicher nicht. Nein, also in der heutigen Zeit sind das internationale Ausschreibungen nach WTO-GATT-Regeln und da kann man nicht irgendwo so eben das, was Sie angesprochen haben. Das geht nicht. In Italien funktioniert das auch. Aber nur in der Regierung. Nur in der Regierung. Ja, das ist wegen der Scheisse EU, oder? Dass ihr da die Regeln einhalten müsst. Mir gefallen ja eure Züge, aber... Fahren ihr auch damit? Ich fahre auch damit, aber sie hat keine Speisewagen. Nein, das sind auch S-Bahn-Züge. Eben, ist kurz. Wir könnten ja auch leichte Speisewagen, Gurkensalat, Mineralwasser... Schade. Ja. Nein, also wir tun gerne, wenn mal eine Ausschreibung kommt für Speisewagen, dann bauen wir Speisewagen. Ja, aber bis ich Verkehrsminister bin, das geht sehr lange. Da müsst ihr keine Angst haben, ich werde nie Verkehrsminister. Ja, nein, bis ich Verkehrsminister. Also ich wäre zu einem Deal bereit, natürlich. Oder? Also ist das wirklich so abwegig? Weil jetzt, ich meine, das ist doch einfach eine geile Vorstellung für jeden Politiker, im Bundesrat zu kommen. Und alle sagen, ja, ich will da nicht. Ist das Taktik oder ist das wieder offiziell? Aber es ist die Meinung von Peter Spurler. Für mich ist es offiziell und für mich ist die Meinung. Ich bin mit viel Herzblut Unternehmer. Ich habe ein tolles Team, das mitgeholfen hat, die Firma aufzubauen. Und ich kann jetzt nicht einfach davor laufen. Das geht nicht. Und ich muss die Firma verkaufen und der Preis ist mir zu hoch. Und es gibt ja einen anderen, der so die Firma viel verkauft hat. Es oder? Ein Generationenwechsel hat es dort gegeben. Ja. Nein, der braucht so, jetzt wieder einen, es gibt so viele, die bei uns in der Partei wenn Bundesrat werden und wir haben gute Kandidaten und dann lasse ich den Kerl von mir durchziehen. Der Schlüer? Ja, nein, der ist ja nicht mehr Nationalrat. Nein, wir stimmt, der ist nicht mehr. Bader, genau. Wir haben einen Zuppiger, wir haben einen Schwander, wir haben... Amstutz, es hätte ich ja, man hat immer bei euch das Gefühl, dass es in der SVP unter der Bundeshauskuppel immer wahnsinnig viele SVP-Leute, die Angst haben, dass sie den Bundesrat Nein, die Partei, habt ihr denn so viele Pfeifen in dieser Partei? Nein, wir haben keine Pfeife in der Partei und wir haben zwischendurch wieder jemanden, der eine Wahl annimmt, wo man eigentlich damit gerechnet hat, dass er sie nicht annehmen sollte. Und das ist halt manchmal schon auch eine Charakterfrage. Und Aber ihr habt auch einen, der jetzt wieder die Wahl annehmen will und ihr aber nicht. Ja gut, das ist jetzt halt die Fraktion, die jetzt hier anders entschieden hat. Genau. Jetzt schauen wir mal, schon ein Plätzchen für einen Altersheim oder so? Das ist auch nicht unser Job. Und wir brauchen ihn und wir brauchen ihn auch für den Generationenwechsel, der stattfindet. Mhm. Und Christoph Blocher hat sehr viel gemacht für die Partei und war auch ein hervorragender Bundesrat gewesen. Und jetzt schauen wir weiter. Ja, aber ihr lasst jetzt das Göfferli selber hinterher ziehen. Das finde ich jetzt auch nicht recht bei so einem Bei der SVP treibt man das Göfferli immer noch selber. Ist das wenn so? Man Altbundesrat ist, ja. Gut. Das ist also, bleiben wir mal fair. Er hat auch für uns Satiriker viel gemacht, der Christoph Blocher. Muss man das stimmt. Peter Spurler, herzlichen Dank. Versprechen Sie uns eins, wenn Sie Bundesrat werden, kommen Sie als erstes gerade hier in die Sendung. Ja, da müssen Sie noch lange warten. Also. Aber wenn es so ist, kommen Sie zu uns gerade in die Sendung. Der Fall wird nie eintreten. Okay, das ist klar. Er geht nicht darauf ein, er will Bundesrat werden. Peter Spurler, vielen Dank. Ja, und wenn ich dort rüber schaue, an die geile Signalfigur, alle dort hin, dann erinnert mich das, dass der Peter Tate natürlich nach wie vor wird Zusammenfassung für die englischsprachigen Zuschauer liefert. Thank you, Victor. Well, here we are again. It's lovely to be back. Peter's very happy to be back. Tonight we had an action-packed evening with without Rolf, two gentlemen, and the other Peter was here, Mr. Spuler. He's a member of a party where a lot of people can't whistle, if I understood that rightly. And he manufactures model railway trains for collectors. So it's lovely to be here. And we'll see you all again next week. Thank you very much. Dankeschön, Peter Tate. Yes, a good night.
Wir sind heute in einer Woche selbstverständlich wieder auf Sendung, obwohl wir nur so eine kurze Pause hatten, gell, Mike? Es ist ja so, dass der Sender Ihnen ja einen grossen Service immer bietet, vor allem am Sonntagabend. Er bietet Ihnen nämlich fast jeden Sonntagabend einen alten Schweizer Schwarz-Weiß-Film aus den 50er Jahren. Jetzt haben Sie sich aber vorgenommen, Programmplanung, dass wir am nächsten Sonntag mal einen Farbfilm zeigen. Und weil Sie so Freude hatten, dass Sie einen Farbfilm gefunden haben, haben Sie sehr lange genommen. Das heisst, wir sind erst um 22:45 auf Sendung. Bleiben Sie einfach bis dann wach. Dankeschön. Und jetzt im Anschluss sehen Sie gerade Birgitz und Wams Glas Politik. Einen schönen Abend miteinander. Und schöne Woche. Tschüss miteinander. Jacobo Müller, Late Service Public, wurde gesponsert.